Gott auf volksmusik.mx3.ch. Kapelle Hauserbuben von Trülliken im Zürcher Wieland, die ist jahrzehntelang eine feste Grösse in der Schweizer Ländlermusik. Gegründet worden ist die beliebte Formation 1939 von den beiden Brüdern Franz und Toni Hauser. Seit längerem sorgt der Markus Hauser mit seinem Klarinettenspiel dafür, dass der Musikstil von seiner Familie nicht verloren geht. Unser Volksmusikredaktor Uli Stump mit einer neuen Entdeckung auf dem Musikportal MX3. Sie haben den Volksmusikliebhaber ein paar markante Kompositionen hinterlassen, die beiden Brüder Franz und Toni Hauser. Musik der Hauserbuben ist heute noch bekannt und beliebt. Vor allem Toni seine Schnellpolka und Franz seine runden Schöttisch haben sie in sich. Sie sind dem Publikum immer noch in den Ohren. Heute spielt Franz Hauser seinen Sohn Markus die Tänze mit der eigenen Formation. Dazu hat sich der Klarinettist und Saxophonist ein paar grosse Namen in seine Kapelle geholt. So spielt der Akkordeonist Martin Nauer mit. Am Klavier sitzt Hans-Peter Schmutz und fürs Fundament an der Bassgeige ist der Fritz Fuchs zuständig. Sie alle kennen den typischen Hauser-Sound seit Jahren bestens. Gemeinsam hat das Quartett in einer Potsmusiksendung am Franz Hauser sein Schottisch «Fränzel im Schuss» gespielt. Der Mitschnitt von dem Stückchen ist auf dem Volksmusikportal MX3 gelandet, wo ich ihn kürzlich gefunden habe. Wir hören jetzt den rassigen Schottisch mit zum Teil recht übermütigen Improvisationen. Genau so kann man die Ländlermusik in einer Wirtschaft hören. Und genau so hätten sie auch den Franz und den Toni Hauser sehr gern gehabt. Markus Hauser, sein grosses Anliegen ist es, dass der berühmte Hauser-Sound nicht vergessen geht. Wenn er so weitermacht, kann da eigentlich nicht mehr viel passieren. Auf dieser Handorgel herumgefahren ist. In Erinnerung an die beiden Brüder Franz und Toni Hauser, die als Hauserbuben bis zu ihrem Tod in den 90er Jahren
eine eigentliche Institution gewesen sind in der Schweizer Ländlermusik, haben wir «Frenzel im Schuss» gehört. Ein Schottisch vom Franz Hauser. Gespielt hat Kapelle «Hauserbuben» mit dem Markus Hauser an der Klarinette. Man könnte sagen, ein eigentliches Revival vom legendären Vorbild von seinem Vater Franz und seinem Onkel Toni. Gehört auf volksmusik.mx3.ch. Ja, dort auf mx3.ch, da können Sie auch stehen.